Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es bei uns Hühnerfrikassee mit Reis und wenn ihr sehen wollt, wie ich das mache, dann bleibt dran. Für das leckere Hühnerfrikassee verwende ich das Fleisch von 3 Hähnchenkeulen. Die Hähnchenkeulen habe ich im Schnellkochtopf mit einem Lorbeerblatt, etwas Salz, etwas Pfeffer gekocht. Die Hühnerbrühe habe ich aufgefangen. Dann verwenden wir noch 150 Gramm Tiefkühlerbsen, 150 Gramm Mais, eingehäuften Esslöffel Butter, 50 Gramm Mehl, 130 Gramm Sahne, 1 Teelöffel Salz, 1/2 Teelöffel Muskatnuss, 1/4 Teelöffel gemahlener Pfeffer und etwas Petersilie. Und jetzt können wir auch schon gleich loslegen. So, ich fange an mit der hellen Soße. Dafür nehme ich die Butter und bringe die zum Schmelzen. Dazu gebe ich jetzt das Mehl. Ich lasse das Mehl so ein bisschen putzeln. Dann lösche ich es mit der Hühnerbrühe ab. Ich habe hier erstmal nur 400 Milliliter. Ich gucke mal, ob das reicht. Gegebenenfalls kann ich ja noch was dazu tun. Jetzt tue ich die Sahne dazu. So, die Soße köchelt. Ich tue noch ein ganz bisschen Hühnerbrühe dazu, so ca. 50 ml erstmal. So, ich lasse jetzt die helle Soße so 2-3 Minuten vor sich hin köcheln. Ich schmecke die Soße auch jetzt mal ab, weil ich ja, als ich die Hähnchenkeulen gekocht habe, schon ein bisschen Salz dazugegeben hatte. Deswegen probiere ich erstmal, bevor ich die anderen Gewürze dazu tue. Also da muss auf jeden Fall noch Salz dazu, deswegen kann ich jetzt alles dazu tun. Ich habe hier 1 Teelöffel Salz, 1/2 Teelöffel Muskat und 1/4 Teelöffel gemahlener Pfeffer. Viel muss man jetzt eigentlich auch gar nicht mehr machen. Das Hähnchen ist ja schon gekocht. Das kommt jetzt in die Soße. Dann die Tiefkühlerbsen und der Mais. Jetzt werde ich die Soße wieder ein bisschen verdünnen mit Hühnerbrühe. So ist die Konsistenz richtig gut. Ich habe jetzt insgesamt 750 ml von der Hühnerbrühe verwendet. Ich lasse das jetzt alles aufkochen. So, es hat jetzt angefangen zu kochen. Jetzt tue ich nur noch die Petersilie dazu. Und somit ist das Hühnerfrikassee dann auch schon fertig. Wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und das kleine Glöckchen zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Macht's gut, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.